Schön nach oben. Zurück. Und lang. Einmal. Und
Rollst den Rücken Stück für Stück
rausschieben. Geht immer noch ein Stückchen mehr nach oben rauszuschieben? Jawohl, hör mal für lange. Ein Stück tief gehen, Spannung halten, nicht ganz absetzen. Und wieder am Stück weiter nach oben rausschieben. Groß machen, Spannung im unteren Rücken gut spüren. Bauch und Zehen festlassen, nach unten abrollen, Wirbel für Wirbel, nicht ganz absetzen. Und weit nach oben rausschieben, groß machen, lang machen. Tief gehen, ein wenig, nicht ganz absetzen. Und wir machen noch drei Wiederholungen. Weit rausschieben nach oben, Schulterblätter bleiben locker liegen, Wirbel für Wirbel nach unten abrollen. Oben rausschieben, groß machen. Einrollen nach unten. Letzte Wiederholung nach oben. Und oben nochmal schön nachhalten. Schultergürtel, Nacken breit, locker liegen, Bauch fest nach oben bringen. Schön oben halten, festlassen. Spannung bleibt festhalten. Und beide Rücken locker nach unten tief auf die Unterlage zurück. Wenn du unten aufgekommen bist, Entspannung locker lassen. Du kannst dein Leben mit dem Becken auf der Unterlage locker vor, zurück. Auf die Matte fest nach unten drücken und wieder nach oben zurückkommen. Einrollen, tief. Ja, kurze Pause. Ellbogen bleiben schön liegen. Beckenkipp wieder fest nach unten. Bauch festlassen. Komm nochmal nach oben hoch. Schieb weit nach oben. Festhalten die Spannung. Ellbogen bleiben wieder gut. Abrollen, unten liegen. Wirbel für Wirbel tief gehen, halten die Spannung, nicht ganz ablegen, weit nach oben rausschieben, groß machen, jawohl, richtig rausschieben, sehr gut, ein wenig tief, auch nochmal nach oben, schieb dich raus nach oben, noch mehr, groß machen, Stück für Stück tief gehen, halten die Spannung, nicht ablegen, jawohl, noch viermal, ein wenig tief, Spannung halten, Bauch festlassen, wie sie es richtig schön weit nach oben schieben. Hoch und schieben, groß machen, Spannung unterer Rücken. Letzte Wiederholung, noch einmal nach oben schieben, groß machen, festhalten, die Spannung hier. Gut halten, rausschieben und kommst ein wenig wieder nach unten tief. Rücken ablegen, lösen und einmal locker, nur die Knie. Nach rechts und links ein wenig pendeln, ein bisschen durchschütteln, auslocken, entspannen. Jawohl. Gut, Füße kommen zurück zur Mitte, lass dich gut aufgestellt. Deine Hände bleiben hinten am Hinterkopf locker entspannt. Keinen Zug auf den Kopf geben. Bring den Rücken wieder fest nach unten, Bauch fest machen. Gesäß fest anspannen, mit dem Rücken fest nach unten runterschieben und ziehst mit der rechten Schulter nach oben, linkes Knie kommt mit dazu. Schau, dass der Ellbogen nicht nach vorne zieht, sondern hinten bleibt. Versuche mit der Schulter zum Knie zu kommen. Wechsel, andere Seite. Ellbogen schön hinten lassen, Becken bleibt fest auf der Unterlage. Nach oben ziehen, tief gehen. Mit der Ausatmung nach oben ziehen, halten, einatmen, ein wenig tief gehen. Schön Ellbogen hinten lassen, nicht mit dem Ellbogen nach vorne ziehen, sondern wirklich aus der Schulter nach vorne ziehen. Spannung oben weit auf der Unterlage, ausatmen, tief nach oben ziehen, vorne Schulter. Ellbogen bleiben hinten. Jede Seite noch zweimal. Dabei will ich im Bauch auch schon zu spüren sein. Ist okay. Oben reinziehen. Jede Seite. Einmal noch. Ellbogen hinten lassen. Und du kommst tief. Jetzt beide Arme lang nach hinten nehmen. Die Füße mal lang ausstrecken nach unten. Dich ganz lang machen auf deiner Matte. Bauchdecke entspannen, locker lassen. Durchatmen. Ja,
Richtung Decke. Zieh das rechte Knie zum Bauch ran, linkes Bein dazu. Bring erst ein, dann das andere Bein lang nach oben. Schau wieder, dass die Lendenwirbelsäule fest unten auf der Unterlage bleibt. Nimm den Oberkörper noch ein wenig mit weg von der Unterlage. Die Füße bleiben in ihrer Position. Zieh den Bauchnabel ein, lass ihn fest. Und beide Arme machen eine Bewegung. Über hinten, große Kreisbewegung. Wieder zurück zur Mitte und zieh es nochmal nach oben. Füße halten ihre Position. Festlassen. In die Bewegung reingehen. Große Bewegung. Ausziehen. Groß machen. Rausschieben. Kreisbewegung. Ausatmen. Kreisen, ausschieben, so lange machen, halten, große Bewegung einziehen, ausschieben, zweimal, einschieben, Füße bleiben, halten, in Position, letztes Mal, ausschieben, groß machen. Die beiden Knie zum Bauchboden ran und schließen mit den Händen. Du kannst den Kopf etwas ablegen und du kannst ein wenig auf deiner Matte nach rechts und links rollen. Locker lassen, Bauchdecke entspannen, locker lassen. Gut, du kommst zurück zur Mitte. Positionier dich wieder. Füße kommen wieder lange nach oben, auch die Hände kommen wieder gut mit uns. Oberkörper mit abheben. Jetzt tauschen wir die Position. Jetzt bleiben die Arme und nur die Füße arbeiten. Achte auf deine Lendenwirbelsäule, dass sie gut unten liegen bleibt auf der Matte. Und du senkst die Füße nur so weit ab, dass du von der Lendenwirbelsäule noch gut auf der Unterlage bleibst. Zieh die Füße wieder mit ran, beug sie ein wenig und kannst sie mal mit den Händen umschließen. Und ziehst du noch ein wenig mehr in den Rücken mit rein. Jawohl. Beide wieder lang nach oben strecken, Spannung halten, Füße ein wenig nach vorne absenken, kurz halten, ranziehen, umschließen, einkommen, rum machen. Oben rausschieben, groß werden, lang machen. Füße ein wenig absenken, halten. Achte auf den Rücken, dass der Rücken auf der Matte bleibt. Lange nach oben rausschieben. Und absenken, halten. Füße reinziehen. Einmal. Oberkörper ablegen. Fuß dazu abstellen. Und noch einmal ganz lang machen. Bauchdecke entspannen. Durchatmen. Füße locker auf der Matte liegen lassen. Absenken. Und reinziehen. Einmal. Oberkörper ablegen.
locker mit den Knien entspannt. Nach rechts und links. Einfach locker, so gut es geht. Scheide selber. Bauchdecke etwas entspannen, locker lassen, Füße locker. Sehr gut. Dann bauen wir zwischendrin mal eine ganze Dehnung ein. Du nimmst dein rechtes Bein, legst das rechte Bein auf deinem linken Bein ab. Holst dir dein linkes Bein schön ran. Den Kopf wieder mitliegen lassen, entspannen. Kannst entweder in die Kniekehle hineinfassen oder wenn etwas mehr vom Fuß her noch tolerieren kann, kann man oberhalb vom Knie fassen. Schön reinholen. Jetzt halten. Auch ein wenig um das Gesäß herum ziehen. Zeit dafür ein, die Struktur braucht ein bisschen, bis sie wieder reinkommt und löst. Stell es wieder ab und du wechselst auf die andere Seite. Linkes Bein auf und rechten abstellen. Rechtes Bein ranholen. In der Position bleiben, ein bisschen nachspüren. Kann auch hier durchaus sein, dass es ein bisschen weniger oder auch ein bisschen mehr zieht wie auf der anderen Seite, ist vollkommen in Ordnung. Wir wechseln einmal noch auf die andere Seite. Anholen. Entweder in der Kniekehle oder oberhalb vom Kinn greifen. Linkes Bein gut ranholen. Rücken bleibt locker auf der Unterlage liegen. Schultergürtel ist entspannt auf der Unterlage. Deine Mitte, sodass der Rücken
gerade ist, deine Hände gut auf der Matte aufgestellt sind, die Füße stabil bleiben, Ellbogen leicht gebeugt bleiben. Zieh den Bauchnabel mit ein, lass den Bauchnabel fest, der Blick ist Richtung Matte nach unten. Löse die rechte Hand nach vorne, lang werden, der Rücken verändert sich dabei nicht, der bleibt lang. Und bring sie wieder zurück zur Mitte. Halte die Position, Bauchnabel fest, ihr seht, festhalten, linke Hand nach vorne lösen, lang bleiben, Blick ist Richtung Matte nach unten, Rücken bleibt stabil. Und noch einmal wechseln, andere Seite. Lang bleiben, lang nach vorne schieben, Blick ist Richtung Matte, wieder tief gehen. Nochmal wechseln. Wir kombinieren das mit dem Bein. Der rechte Hand geht lang nach vorne, schiebt das linke Bein lang nach hinten. Der Rücken bleibt dabei stabil. Das Becken nicht aufdrehen, hoch bleiben. Lang bleiben. Schön rausschieben. Bauch bleibt lang. Versuch dich gut zu halten, Position stabil zu lassen. Blick ist Richtung Matte nach unten. Bauch ist fest. Nochmal schön nach vorne, über die Hand rausschieben, mit dem Fuß. Nach hinten lang rausziehen. Spannung und halten. Rücken bleibt stabil. Gut bleiben. Und beides zurück zur Mitte aufsetzen. Sicher aufsetzen. Andere Seite. Linke Hand geht lang nach vorne. Rechtes Bein kommt dann nach hinten. Spannung wieder gut mithalten. Festhalten. Auch bleibt stabil. Rücken geht nicht auf. Über den Arm und das Bein schön rausschieben über die Diagonale. Schön lang machen, halten, stabil bleiben. Und beides zurück. Auf die Matte zurücksetzen. Noch einmal wechseln, andere Seite. Rechter Arm, linkes Bein. Rücken bleibt stabil. Lang rausschieben. Groß machen. Seite noch einmal. Lang nach vorne schieben, groß machen. Rücken stabil lassen, Bauch fest lassen. Und wieder zurücksetzen. Und du setzt dich mal weit nach hinten zurück auf deine Fersen. Soweit es geht, kannst den Kopf auf der Unterlage mit ablegen. Hände locker lassen, entspannen. Lösen, ohne Anspannung, schön weit, soweit du schaffst, nach hinten zurücksetzen. Ruhig durchatmen. Du kannst dir den Händen ein wenig lattenbreit nach außen rutschen. Kannst die Knie ein wenig öffnen, dass du ein wenig tiefer kommst. Bleibe flach unten. Zieh dich flach über den Matten nach vorne. Wenn vorne bist, drück dich nach oben hoch und komm mit runden Rücken weit nach hinten zurück. Flach über die Matte nach vorne arbeiten. Oben hochziehen, rund machen, einrollen. Weit über die Matte nach vorne ziehen. Und sobald du schaffst, nach vorne kommen, hochdrücken, rund werden nach hinten. Und durchziehen, jawohl. Oben drücken, reinrollen. Noch zweimal. Schön tief über die Matte nach vorne ziehen. Oben hochdrücken. Rund machen vom Rücken. Ja. Und nach oben zurück, kannst die Knie ein wenig schließen und kommst nochmal in die Päckchenposition zurück. Kopf und Hände locker lassen. Atme nochmal in Ruhe durch. Nochmal locker lassen.
vorne bringen. Deine Füße hinten auf, die Fußspitzen aufstellen. Und gut positionieren von den Händen. Schiebst dich mit dem Popo nach oben hoch. Versuch vom Rücken her lang zu werden, dich lang zu machen, lang zu strecken. Schön zu halten. Und dann komm nach vorne in den Liegestütz. Achte drauf, dass du nicht durchhängst, sondern schön stabil bleibst. Schiebst dich aus der Position wieder weit nach hinten zurück. In die Fersen in Richtung Matte nach unten. Die kommen. Wir halten in der Position lange Rücken. Und kommst wieder nach vorne. In den Liegestütz. Gut halten, stabil bleiben. Hochschützen. Auch nochmal. Schieb dich nach oben. Schön reinkommen, halten. Lange Rücken, schaffst du hier langsam und Ferse Richtung Matte schieben. Und noch einmal in den Liegestütz. Zurückkommen. Schön nochmal halten. Nicht durchhängen. Stabil bleiben. Und schieb dich noch einmal in den herabschauenden Boden zurück. Bring beide Knie tief. Setz dich nochmal in die Flächenposition zurück. Locker die Hände, kannst du nochmal aufrichten. Hände einfach mal noch ein bisschen durchlockern, entspannen. Nochmal ausschütteln die Hände. Gut, du kommst in den Unterarmstütz. Bringst beide Füße hinten weg, sodass du in den Unterarm Liegestütz kommst. Achte darauf, dass der Rücken wieder schön lang bleibt. Bauch fest bleibt. Bring dich über die rechte Hand nach oben. Linke Hand mit dazu bringen. In den Stütz kommen. Und du gehst wieder tief. Halte das Ganze wieder. Und wechsel auch mal die Hände. Schieb dich wieder nach oben. Rücken bleibt stabil. Tief, tief, hoch. Hoch, tief, tief, schön stabil bleiben, nach oben, zurückkommen. Noch einmal, meine Hände kommen tief, schön halten, nach oben rausschieben, und muss nach. Nochmal, tief und hoch, nach oben schieben. Halte dich wieder hier gut fest und schieb dich nochmal in den herabschauenden zurück, lang werden. Fersen Richtung Matte, nach oben schieben, wenn du schaffst. Und du kommst mit den Knien wieder tief nach unten in die Beckenposition hineinkommen. Wir müssen locker lassen, entspannen, Hände ein bisschen entspannen, locker lassen. Ausschütteln die Hände. Nochmal durchschnaufen. Und dann starten wir nochmal in eine zweite Runde. Wir starten auch wieder in dem Unterarmliegestütz. Beide Füße wieder gut positioniert. Bauch fest, Gesäß fest. Und drückst auch hier wieder schön nach oben hoch. Kommst tief, tief, hoch, hoch. Wechsel auch mal die Seiten, dass du nicht immer über die gleiche Seite nach oben hoch bzw. tief kommst. Schön, wir wechseln nach oben, auch runter, hoch, hoch, tief, tief. Noch einmal, jawohl, und schieb dich in den herabschauenden Rücken zurück. Nochmal lang werden. Und du bringst beide Füße erstmal wieder tief nach unten. Zurück. Bring beide Hände auf die linke Seite. Bring deinen rechten Fuß mit nach vorne, sodass du gut positioniert bist. Kannst den linken Fuß ein wenig noch nach hinten schieben. Bring dich ein wenig noch nach vorne, sodass du die linke Hüfte lang werden lassen kannst. Richte dich vom Brustkorb her auf. Groß werden, lang machen. Durchatmen. Darf ein wenig in der Hüfte auch gerne ziehen.
dass man ein bisschen spürt. Achte darauf, dass du mit den Knie nicht über die Fußspitze arbeitest. Alternativ kannst du dich auch auf deine Fäusten aufstützen, wenn es dir auf der flachen Hand unangenehm sein sollte. Und schiebst aus der Position lang nach hinten zurück. Und wieder auf die Dehnung ein wenig fest. Schön die Dehnung spüren, ruhig so weit du schaffst, nach hinten zurückkommen. Nach gut in der Oberschenkelseite von deinem rechten Bein zu spüren sein. Und du kommst zurück zur Mitte, linkes rechte Bein lang nach hinten zurück, gut aufgestellt. Wechsel mit den Händen zur anderen Seite, bringst dein linken Fuß mit nach vorne, Hände sind wieder gut positioniert und du schiebst wieder lang nach vorne. Schön in die Dehnung reinkommen, dass die rechte Hüfte nach unten schön abfallen. Brustkorb rausschieben, lang werden, groß machen. Vielleicht.